Willkommen zurück. Wir sterben in Ara. So, jetzt müsstet ihr kommen können. Jetzt haben sie es endlich aufgegeben. Sehr schön. Lass uns doch mal versuchen, ob das klappt. Es darf hier erstmal 5 Kilometer Chat lesen. Das dauert noch eine Weile. Was wolltest du jetzt Das ist genau halt versuchen? vorne stehen bleiben, alle auf dem Haufen. Mike und ich zünden regelmäßig unsere Stabilitätsteile und dann mit Fernkampf nur angreifen, den Typen. Ja, allerdings ist die Frage, woher, dann zünden wir sie gleichzeitig, bleiben, dann sind dann kalt und dann hat keiner was davon, weil dann dann der Cooldown ist von 30 Sekunden bei uns, unseren Wächtern Das will ich absprechen. und wir dann, ja, sterben. Geht ja auch. Das habe ich übrigens herausgefunden, dass man den Schild wegmachen kann, damit man die Flügel sehen kann. Das hat mir bisher noch gar keiner gesagt. Das habe ich selbst rausgefunden. Aha. Ich habe übrigens auch diese Juwelen gefarmt. Davon habe ich etwas über 150 Stück. Also Erdbeeren meine ich. Okay, also stellen wir uns jetzt alle. Ich hole jetzt gleich die Gorillas ran, die kloppen wir als erstes weg und dann stellen wir uns alle auf einen Klotz und prügeln auf den Typen ein. Oder? Ups, ich hab Caps Lock an, ups. Okay, dann hole ich die Gorillas mal ran. Ja, lauf. Bin ich schon unterwegs? Nee, nee, ich meine nur den Hund. Das mit dem Locken klappt nicht so gut, der ist tot. Ah, hat doch geklappt. Lalalalala. Wollen wir uns da hinstellen, wo jetzt der Baum steht? Können wir. Ja. Kann ich in meiner Falle auch immer angreifen. So. Das heißt, ich prüge jetzt nur auf den Haupt-Hansi an. Jetzt haben wir es, glaube ich, gleichzeitig, ja. Es funktioniert aber auf jeden Fall. Und Mario rennt wieder hin. Nee, Mike. Ja, warum rennt ihr da hin? Genau. Achso, wir sind da zusammen. Okay, alles gut. Die Heilung war vollkommen unnotwendig. Die Standhaftigkeit ist aus. Prinzipiell. Vielleicht hilft das hier noch ein bisschen. Wir haben noch was, ne? So. Stand AE ist gezündet. Jetzt kriegt ihr noch etwas davon hier. Jetzt kann man gar nichts mehr erkennen. Das macht ein bisschen schwierig. Ich weiß nämlich nicht, welche Effekte jetzt die Standhaftigkeit auf dem Boden hinterlassen und welche nicht. Ja, die Gorillas sind wieder da. Also erstmal auf die Gorillas gehen. Würde ich sagen. Leichter gesagt als getan. Sollen wir dafür wieder aus dem Bereich hier raus oder? Einfach hier stehen. Einfach immer hier stehen bleiben. Okay. Nein, falsche. Oh, warum wechselst du die Waffe?
werden muss, ist diese scheiß F2. Ja, die Eskimos sind Müll. Ist auch recht. Oh, wie viele Bäume wachsen denn nach? Sind wir hier bei Greenpeace oder was? Nichts gegen Greenpeace. So, wieder auf den Typen. Oder habe ich noch einen Gorilla übersehen? Ja, ein Gorilla läuft hier gerade amok. Weg. Oh Mann, ey, mach mal die Bäume kaputt hier. So langsam werden es wieder viele. Der zündet doch die Bäume auch nur da, wo wir stehen, ne? Sieht so aus. Okay. Ja. Ach Mensch. Das scheint zu funktionieren. Das klappt. Ja, der ist halb tot. Achtung, Gorilla. Wo? Achso, da. Bräuchte Leben. Wo bist du? Direkt hinter dir, glaube ich. Moment, haben wir gleich. Ich kann dir leider kein Leben geben, aber wenn du down gehst, habe ich was. Ich habe leider im Moment meine Healer-Fähigkeit aufgebraucht. Ich glaube, die Healer-Fähigkeit gibt, wenn die gezündet wird, ein bisschen an Standhaftigkeit. Ah, scheiß Baum, ey. Nicht dem Baum gerade, es gefällt, jetzt ist das schon wieder neu. Ja. Oh shit. Oh oh. Die Gorillas müssen ja weg. Der Baum auch. Oh du scheiß verficktes Arschloch, ey. Wie kannst du es wagen, mich zu schlagen? Haben wir dir keine Manieren beigebracht? Ah, toll, Stabilität fehlt. Irgendwas machen wir auf jeden Fall richtig, weil wir halten länger durch, ohne dass wir hin und her gepoltert werden. Grauen, irgendwas machen wir richtig. Beugt euch Seitans Macht. Seitan? Du bist out, Junge. Seitan ist schon lange tot. Und ich wollte gerade sagen, nee, das stimmt nicht, aber... Das war ja Mordremos. Weiter macht erste. Achtung, Bosse. Sind die Gorillas gerade explodiert? Irgendwie, ne?
haben gleich zwei von denen, Achtung. Drei. Sag ich ja. Vier. Wie viel? Wie viel kommen denn noch, bitte? Eines ist gerade hingefallen, jetzt sind es noch drei. Eines ist gerade hingefallen. Nein. Mario, komm zurück. Du stehst zu weit am Boss. Ja, der Fokus war leider nicht auf den Gorillas. Alter, wie viel sind das denn noch? Zeig's mir aber. Lebt er immer noch? Boah, jetzt können wir auf den hohen Priester, die Gorillas sind weg. Das ist sicherlich nicht schön, aber hat geholfen. Nicht schlecht. Ja. Dieser verdorbene Abkömmling Saitans würde Melanie oder so machen. Lasst mich die Blutsteinscherbe nehmen. Wollen Sie die Kraft der Blutsteine verzehren oder verderben? Bei Grauen ist es auch scheißegal, ob es schön ist. Hoffentlich, dass es halt funktioniert. Oh. Geil. Wir waren einfach mal in einem Dungeon mit diesem Boss, der immer wieder hin und zurück gerannt ist und wo wir drei Runden gebraucht haben, bis der weg war. Die war Feuerdinge da in dem Lava-Teil. Hm. War auch nicht schön. Hat auch geholfen. Ja, aber das Ding hat ja auch Stunden gedauert, bis es irgendwann hin war. Und zu dem Lava-Teil war das ja noch sehr schön gemeistert. So im Vergleich. Ja, Hauptsache den Chat sieht man, den sehe ich komplett. Also ich gucke nicht auf den Stream-Chat in dem Fall. Ich schaue ganz normal. Ja, ich bin jetzt gerade in dieser fetten Truhe, die am Ende des Bosses da in der Halle oder in dem Eingang stand. Irgendwie haufenweise Prim da drin gehabt und ein Kupferstück. Ein Kupferstück. Wenn man das denn da in die Truhe packt, weiß ich nicht. Waffen bereit machen und vorrücken! So. Hier kommt mehr. Okay, jetzt wieder los. Müssen wir uns wieder buffen. Also ich habe mal gerade so ein bisschen geachtet, wo wir drauf zusammen standen, hatten wir zum Beispiel sehr viel Macht, was nicht schlecht ist für Schaden. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ja, ich bleib auch erstmal, solange wir durch den Dungeon sind, bleib ich bei dem Bild, weil das, ich glaube, als Buffer gar nicht so schlecht, ne? Vorsicht! Halten wir den mal fest. Ja, scheiß auf dem Drachenfliegerbild, weg damit. Nein! Wow. Jetzt habe ich den überschrieben. Ich Depp. Scheiße. Naja, das hat auch gut funktioniert. Das waren ja dann meine ganzen Geister, die ich da herbeigerufen habe. Eure Buffs und das ist ja alles irgendwie so radiusmäßig und das genau, trifft ja immer alles. Und wenn wir 25 Macht haben, zum Beispiel als das Höchste, dann ist das schon nicht schlecht. Dann merkt man jedes Mal auch in den Videos, wenn die Boss auf einmal gut klappen, haben wir zum Beispiel die Buffs recht hoch gestackt. Machen wir praktisch das, was der Gegner mit den Larven macht, ne? Ja, genau. Nur dann andersrum für uns dann halt. Ja, welcher Gegner mit den Larven? Da bin ich gerade irgendwie. Hä? Es gibt nur einen Gegner mit den Larven. Der, den wir so oft nicht geschafft haben und dann, als wir die Larven gekillt haben, bevor sie ihn erreicht haben, hat das doch super funktioniert. Ja. Marc, warum stirbst du schon wieder? Was soll denn das? Weil ich versucht habe, Mario wieder zu beleben. Mario, warum stirbst du schon wieder?
Ich habe versucht, dich wieder zu bedingen. Sag mal, ihr seid beide alle. Oh, ihr seid unfähig, ihr seid scheiße, wisst ihr das? Mario, aufstehen. Ich sagte aufstehen. Hallo? Ich habe den Zauber gewirkt, warum stehst du nicht auf? Was soll denn der Scheiß? Mario, du cheatest. Aua, was soll denn der Scheiß? Alter. Ich war am Rand von seinem Feld, das hat mich trotzdem umgehauen. Aber sonst alles gut, ne? Warum bin ich jetzt tot? Ich hab doch nichts gemacht. Okay, ich bin weg. Wir kriegen so einen mega krassen Boss weg. Und krepieren bei so einem. Krepieren bei Gegnern. Normalen Elite-Plünder. Gib dir alles, was ich hab. Der schmiedet doch mit Projektilen, ne? Kaum bin ich da, sondern ist schon alles tot. Ja, aber ich bin nicht ganz gestorben. Im Gegensatz zu euch. Ganz tot war ich auch nicht. Ich auch nicht. Nein, pull die doch nicht. Oh. Was? Ist doch nix. Nein, nicht du. Ja, er soll mal alleine damit fertig werden. Okay, lass mal weiterlaufen. Das ist ein Fehler, was wir machen. Die kommen hinterher und dann haben wir gleich ein Kreuzfeuer. Wir sollten das anders machen. Da kommen sie ja. Im Gegensatz. Hast du den nächsten gepult. Okay, es kommt nur einer von hinten. Ah, ich sehe. Braun, du hast den Drachenjägerpilz. Hab ihn nämlich gesehen, weil du geflogen bist. Den hat er nämlich. Ja, das ist auch kein Bogen. Irgendwie kommt mir das Spiel so ein bisschen jetzt vor wie Never the Nights 1, nur in sehr schnell. Dass die Zauber, die ich euch gebe, euch Bass verleihen, die ganz schnell wieder weg sind. Hä? Hier ist doch nichts. Doch, bei irgendeinem Adler oder so. Wer hat den jetzt eigentlich zweimal hintereinander geklaut? Geklaut? Irgendeiner hat den Gegner gerade hin und her geschubst. War ich mit meinem F1. Dein F1? Achso. Das ist der Speer der Gerechtigkeit, da kannst du den mit anziehen und wieder wegstoßen. Ach das ja, ne, ich kann das mit dem Foliant der Gerechtigkeit. Da gibt es auch einen Zauber dafür. Das habe ich nämlich zum Schluss gemacht und irgendeiner von den anderen hat das aber auch gemacht. Ich kann niemanden durch die Gegend schubsen. Ich bin zu unfähig dafür. Wenn ich dann Fallen auslege, kann man die zum Beispiel durch die Fallen hin und her schießen. Aber ich habe im Moment nur eine Falle dran. Ah!
Mann, ey. Tut ganz schön Ausdauer, muss man sagen. Nicht schlecht. Boah. Wir müssen eigentlich 5 Level dafür kriegen, dafür, dass die so lange durchhalten. Das ist ja der Hammer.